Woman. Oder auch besser bekannt als die TV-Frau. Und sie ist übrigens die Frau vom TV-Man, also der TV-Mann. Welcher wiederum der Anführer der Camera-Heads ist. Also ich denke, ihr wisst alle, wen ich damit meine. Und falls nicht, dann stimmt mit euch irgendwas nicht. Falls ihr aber zu denjenigen gehört, die wissen, wer der TV-Mann ist und so weiter, dann lasst mal ein Like da. Also ich glaube echt, es wird keinen geben, der es nicht kennt. Deswegen lasst es mal testen, Leute. Und ansonsten könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, wenn euch das Ganze gefällt. Ach so, und jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, was wir heute überhaupt machen. Wir brechen aus dem Gefängnis aus. Von der TV-Frau, genau. Ich denke, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Jetzt können wir einfach mit der heutigen Folge Roblox. So, Freunde, here we go. Da sind wir auch schon direkt angekommen in unserem heutigen Gefängnis. Und ihr könnt es auch schon sehen, da steht einfach mal die TV-Frau. Und ich glaube, man kann die auch schon ansehen. Sie sieht irgendwie nicht besonders nett aus. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, sie hat kein Gesicht, aber ist egal. Wisst ihr was? Lasst uns einfach ausbrechen. Los geht's. So, Freunde, wir haben gestartet und ihr seht, wir wachen wie immer hier in unserem Gefängnisbett auf. Teddy ist sogar direkt wieder mit am Start. Alle mal Hashtag Teddy ist cool in die Kommentare. Da freut er sich bestimmt. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um die Frau da vorne kümmern. Eieiei, das sieht gar nicht gut aus. Junge, die ist richtig am Rumsprinten da. Was macht die denn? Junge, und die hat doch richtige... Die hat richtige so Fahrzeuge und so, ne? Guck mal. Junge, da sind sogar so richtige Panzer und so. Ey, ich glaube, die meint sie richtig eiskalt. Und die gibt auch irgendwie so komische Robo-Geräusche von sich. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht einfach, hier auszubrechen. Vor allem, guck mal, da ist einfach so eine Skippity-Dop-Riesen-Spinntoilette. Und ist das da oben Barry? Also ihr seht schon, es warten wie immer sehr, sehr viele Geheimnisse auch auf uns, die wir heute lüften werden. Aber natürlich müssen wir wie immer erstmal da hoch in den Lüftungsschacht, der irgendwie ziemlich verrostet scheint. Wir gucken mal, dass wir den aufkriegen. Weil wenn nicht, wäre das nicht ganz so gut. Dann müssten wir für immer hier bleiben. Das wäre nicht so cool, sage ich ehrlich. Aber ihr seht, wir haben die gerostete Tür aufbekommen. Das heißt, wir laufen direkt weiter um die Ecke. Und ihr seht schon, oha, oha, die meint es richtig ernst hier, ne? Guck mal, hier ist einfach so ein Laser. Und Barry, was machst du denn da? Barry, Baby, guckt einfach aus der Tür raus. Perfekt. Aber wir lassen uns nicht von beeindrucken. Sondern wir laufen hier direkt mal... Was ist das denn? Warte mal. Oh, Junge, unter uns ist einfach so richtig giftige Nuklearsäure oder sowas. Guckt euch das mal an. Oh, ich bin reingefallen. Junge, das gibt's doch echt nicht. Okay, wir müssen das auf jeden Fall vorsichtiger angehen. Ihr seht, hier sind auch wieder so Laser. Ey, die meinen das hier echt ernst, ne, mit ihren Laserteilen da. Auch hier, die Spikes sind einfach auch mit Laser. Digga, also das ist echt nicht so einfach. Ich glaube, wenn wir hier runterfallen, dann... Wir reden da nicht drüber. Ihr habt das alle nie gesehen. Das ist gerade der First Try hier. Oh, by the way, ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Ich mach mal kurz meine Musik leiser. Und dann müsst ihr einmal ganz kurz auf die Musik vom Obby achten, ne? Hört ihr das? Die singen top, top, top. Yes, yes, yes. Schwimm, schwimm, schwimm. Wie mit der coole Song, Leute. Ey, oh mein Gott. Aber warte mal, warum geht das nicht auf? Das geht nicht auf. Warte mal. Ah, wir müssen diesen Schraubenschlüssel hier nehmen. Smart. Okay, Freunde, ihr seht, Köpfchen ist hier heute wieder angesagt. Okay, also dafür hat man jetzt eigentlich keinen Kopf gebraucht, aber wir sind schon mal ein ganzes Stück weiter, denn ihr seht... Eieiei, was wartet denn hier alles auf uns? Es gibt hier wieder einige Morphs, die man sich freischalten kann. Hier ist wieder ganz viel Laser. Da hast du sogar so ein Glücksrad, an dem man drehen kann. Lol, kann ich mal dran drehen, Leute? Wartet, ich dreh mal. Spin. Ja, natürlich kostet das 80 Robux. Egal, wir drehen mal dran. Ich will jetzt wissen, wie das aussieht. Dreh dich! Ja, was kriegen wir? Oh, wir haben Barry bekommen, Freunde! Barry! Haben wir jetzt einen Barry Morph oder so? Es ist auch echt super. Ich bin im First-Person-Modus und die hat mich einfach in den Laser reingeschubst. Mann! Was ich sagen wollte, ich kann die Morphs nicht öffnen, weil ich meinen Mauszeiger halt nicht dahin bewegen kann, wegen First-Person-Modus. Habt ihr auf jeden Fall super programmiert, danke dafür. 80 Robux an der Stelle umsonst ausgegeben. Aber jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal, dass wir an der TV-Frau vorbeikommen. Knopf drücken und los geht's. Oh mein Gott, Bruder, wie... Oh, 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 Bruder, warum bist du so schnell? Junge, TV-Frau, beruhig dich mal. Barry, Chefkoch, ich würde euch ja gerne helfen, aber die... TV-Frau ist weg? Ey, die ist ja richtig faul. Junge, die wollten nicht mal bis hierher laufen. Die ist einfach schon zurückgelaufen. Du bist ein faules Stück. Eierkuchen. Genau. Okay, wir gucken jetzt mal. Was ist das denn hier, Leute?
Hier ist einfach so Mini-Camera-Heads, die so aufpassen, hä? Voll cool. Und bitte guckt euch auch nochmal diese riesen Skibbidi-Spinne an. Die sieht auch echt lustig aus. Also muss ich sagen, da haben die sich echt Mühe gegeben hier bei dem Obby. Auch hier mit dieser komischen Satellitenkanone oder was das sein soll. Also ihr merkt schon, hier ist auf jeden Fall alles so im TV-Man-Style. Und ihr seht auch hier wieder so deine Camera-Heads, ne? Ey, ich wünschte, ich könnte so einen mitnehmen. Die sind irgendwie voll niedlich. Einmal so einen kleinen Camera-Head als Haustier. Das wär's doch, Leute. Aber okay, lasst uns weiter zu den Toiletten gehen. Denn auch hier wartet wieder irgendwas Besonderes auf uns. Junge, was ist das denn? Das ist ein Chatpack. Ey, ich sage euch ehrlich, zu dem Chatpack kann ich eigentlich nicht Nein sagen. Er kostet 250 Robux. Oh, oh. Man gönnt sich doch sonst nichts. So, okay, Chatpack habe ich gekauft. Und, funktioniert er jetzt wenigstens auch? Ich probiere es mal. Dann würde ich sagen, testen wir direkt mal, ob er funktioniert. Und es geht, Leute. Wir können jetzt einfach rumfliegen. Yippie. Was ist denn hier los? Warum gucken da einfach Köpfe raus? Aber wisst ihr, Freunde, was wir gleich ja machen können? Wenn wir schon mal ein Chatpack haben, können wir hier gleich mal ein paar Mythen testen, ne? Zum Beispiel, hier drüben war das, ne? Hier oben ist so ein Gitter. Und die Frage, die ich mir schon immer gestellt habe, kann man da hoch? Wir werden es jetzt austesten mit dem Chatpack. Seid ihr bereit? Und... warte mal, hier ist wirklich irgendwas. Freunde! Da ist wirklich irgendwas. Niemals. Aber man wird zurückgebackt. Da ist irgendwas. Guck mal. Okay, warte mal. Sehen wir irgendwas? Hier, wartet. Digga, was ist das hier? Das ist irgend so ein Mini-Raum oben, ne? Und dann ist irgendwas Blaues. Schaut mal da. Lol. Gibt es da oben einen zweiten Raum oder was? Okay. Da hängt doch irgend so ein Fernseher da hinten. Seht ihr das? Also ihr könnt schon sehen, Detektiv Lumex ist hier heute am Start. Das checken wir auf jeden Fall gleich noch ab. Aber jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal hier in die... Toiletten rein. Skibbidi, dab, dab, dab. Okay, ich lasse dich in Ruhe. Kannst weiter kacken, ja? Wollte ich gar nicht stören. Und dich wollte ich eigentlich auch nicht stören. Tut mir leid, Barry. Du kannst auch weiter kacken. Ich gehe doch schon. Oha! Okay, Freunde. Wir sind jetzt wieder unten hier im Monsterkeller. Und hier sind auch wieder richtig coole Morphs. Ihr könnt sehen. Die brauchen wir aber an sich nicht. Sondern wir gucken einfach mal, dass wir... Digga, was ist das denn? Junge, das ist einfach so ein riesen Skibbidi-Raketendingens da. Also ich glaube, das war irgendwie in Folge 65. Folge 60, irgendwie so kam das, glaube ich. Relativ spät erst dazu. Aber ihr seht auch hier oben, gibt es wieder einige Monster. Was ist das denn? Guck mal da. Digga, die sieht ein bisschen gruselig aus. Ich sage ehrlich, keine Ahnung, was das für eine Toilette ist. Aber da oben ist auf jeden Fall irgendwie so ein Baby-TV-Man, ne? Sieht auch voll süß aus. Aber okay, ich glaube, wir müssen einfach auf den roten Knopf hier drauf drücken, ne? Ah, guck mal. Jetzt haben sich da hinten diese Steine bewegt. Okay, das ist echt cool gemacht. Und hier unten ist auch wieder so richtig grüne Säure, wo auch einfach so ein Webcam-Head drin schwimmt, der Arme. Okay, also hier sollten wir auf jeden Fall nicht reinfallen. Deswegen schnell weiter geht's hier einmal in den Tunnel rein. Oh, und hier sind diese komischen Zeichen. Dieses W für Woman. Oh, oh. Oh nein, hier ist wieder auch irgend so ein komisches Gerät, auf dem wir jetzt draufspringen müssen. Hier ist irgend so eine Kreissäge. Oh je, Mene. Und ihr seht, hier ist wieder die riesen Kugel, die gerollt kommt. Ich würde sagen, wir rennen direkt. Ah! Oh mein Gott, das war richtig knapp, Mann. Holy moly. Okay, wir rennen direkt weiter, Leute. Denn ihr seht, die Kugel ist hier echt schnell unterwegs. Digga, das ist ja richtig schnell hier. Holy moly, Macaroni. So, und jetzt würde ich aber erstmal sagen, wie in jedem Gefängnisvideo, Leute, checken wir hier erstmal ganz kurz den Geheimraum ab. Weil wir haben mit dem Chatpack und können damit auch eigentlich super easy hochfliegen. Und ihr seht tatsächlich, hier ist auch eine Leiter. Bedeutet, es wird hier wahrscheinlich auch einen Geheimraum geben. Ich bin echt sehr gespannt, was hier in diesem Geheimraum auf uns warten wird. Weil ihr seht auch hier, ist wieder diese komische Nuklearsäure. Sehr, sehr merkwürdig. Würde ich. Camera Head? Barry Skibbidi Dob, was macht ihr denn da? Aha, bitte helf mir, bitte! Oh nein, Freunde! Es scheint so, als bräuchte Barry unsere Hilfe. Der wird irgendwie gefangen gehalten vom Camera Head. Oh nein, Barry, ich komme schon zur Hilfe, du weißt doch. Wir sind immer beste Freunde gewesen. Camera Head, lass meinen Barry in Frieden, ich komme! Ah! Oh mein Gott. Leute! Ich habe mich gerade so mit dem Chatpack gerettet, sonst wären wir einfach hier reingefallen. Jetzt aber. So, jetzt würde ich sagen, nichts wie ab nach oben, Barry. Ich komme zur Hilfe. So, Camera Head, jetzt bist du dran. Lass Barry in Ruhe. Ja. Ah,
vielen Dank. Du hast mich gerettet. Barry, immer wieder gerne, du weißt. Wir halten zusammen. Wir sind ein Team, Mann. Okay, und wo bleibt jetzt mein Geld? Ah, welches Geld? Du bekommst kein Geld. Und jetzt verschwinde. Hä, aber dann hätte ich dir auch nicht helfen müssen, du Blödmann. Ja, weißt du was? Ich kümmere dich um dich und ich kümmere mich um mich. Du Blödmann. Freunde, Barry hat uns abgezogen. Ich habe echt gehofft, dass wir irgendwas bekommen, aber egal. Wir haben ihm geholfen, das ist das Wichtigste. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir schnell, dass wir hier ausbrechen. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe gewesen. Weil ihr wisst, die TV-Frau wartet hier noch irgendwo auf uns. Und da ist sogar einer ihrer Mitarbeiter, ein Camerahead. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du Eierloch, du Eier... Okay, er hat mich doch gesehen. Okay, beruhig dich, beruhig dich. Wir können über alles reden, Camerahead. Oh, schnell, warte mal. Können wir ihn austricksen, Freunde? Fang mich doch, du Loser. Einfach an ihm vorbeigeflogen mit dem Jetpack, Leute. Es ist so cool. Und jetzt nichts wie ab nach oben. La la la. Wie als wäre nichts gewesen. Nur nicht auf die Laser drauf fallen. Das ist ganz wichtig. Einmal hier schön immer über die Laser drüber natürlich. Zack, 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 zack. Easy peasy. Lemonen squeezy. So, wir müssen einmal da lang. Denn ihr seht, hier ist der heiß begehrte Aufzug. Den legen wir einmal um. Und jetzt heißt es ab in die Freiheit. Ab in die Freiheit. Wobei, ich glaube, das war's noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier wieder unseren Energy Drink trinken. Oh, was ist das denn? Junge, die TV-Frau chillt da einfach. Mit dem TV-Man. Und einer Kreissäge und einem riesen Raketen-Skippy-Dop-Flugzeug. Und die machen wieder ganz komische Geräusche. Ich glaube, wir sollten hier lieber schnell ausbrechen. Schnell, trink dein Energy. Und jetzt nichts wie los hier. Oh mein Gott, ey, guck mal. Ey, warte mal, müssen wir nicht auf die Kreissäge drauf? Nein, ich will nicht auf Kreissägen drauf. Ah, ah, die drehen sich hier. Hört ihr das, Freunde? Oh nein, wir dürfen auf keinen Fall die Spitzen berühren. Puh, das war knapp, Mann. Aber da kommen noch mehr Kreissägen auf uns zu. Ah, 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 ah. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Okay, jetzt nichts, wir haben nach oben. Zack, 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 zack. Einmal hier entlang. Zack, 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 zack. Warte mal, was ist das? Guck mal, das Barry Baby hat da seine Kekse versteckt. Gib mal einen Keks ab, Junge. Nö, du kriegst keinen. Junge, dann halt nicht. Dann isst jetzt alle alleine auf und werd genauso dick wie dein Vater Barry. Ha! Das gehe ich ihm sagen. Ja, mach doch, was du willst. Und jetzt nerv nicht. Ich muss weiter ausbrechen. Digga, der ist richtig frech, der kleine Leute. Der wird nicht mal einen Keks abgeben. Und wer hat denn hier sein Geld verloren? Das nehme ich aber glatt mal mit, Freunde. Eintüten. Ihr seht es oben rechts. Oha, wie wisst das? Oh, 1,8 Millionen Dollar. Ja. Das werden wir richtig schön in Robux umtauschen, Freunde. Und davon werden wir uns richtig coole neue Gadgets kaufen. Das ist es. Tja, wenn die Einbrecher hier ihr Geld liegen lassen, dann nehme ich es mit natürlich. So. Jetzt aber erstmal hier auf ganz entspannt weiter, Leute, denn ihr seht, hier dieser Riesenventilator versucht uns wieder reinzupusten in diese Stacheln da. Das wird aber nichts, weil ich bin der beste Ausbrecher der Welt. Ja! Ihr seht, wir sind direkt auf der Leiter auf dem Weg nach draußen, ne? Hier jetzt noch einmal ganz kurz über die Rohre drüber. Easy peasy, links, rechts, oben, unten. Lumex hat das schon so oft gemacht, das ist gar kein Problem mehr für uns hier, Leute. Ihr seht das. Zack, zack, bam, bam. Bim, bam, bum. Ansonsten, wer macht schon Ventile zu, Freunde? Wenn man ein Jetpack hat und einfach drüber fliegen kann. Ja! Auf Nimmerwiedersehen. Ihr seht mich draußen. Beziehungsweise TV. Woman. Wir sehen uns draußen. Hoffentlich zu einem richtig coolen Endboss-Fight. Also, Leute, das wäre halt richtig krass, wenn wir einfach wirklich so einen richtig coolen Endboss-Fight gegen die TV-Frau hätten. Ey, hier ist ein Riesenkopf. Aua! Und da ist eine Kreissäge. Und da ist eine Kamera. Ey, nicht filmen. Keine Fotos. Keine Fotos. Junge. Leute, was geht hier ab? Dieses TV-Woman-Gefängnis ist wirklich komplett andere Welt. Ich meine, haben wir diese Riesenkreissäge gesehen, die uns fast den Kopf abgesäbelt hätte. Und da wurde unser Kopf abgesäbelt von diesem hässlichen Lasermann. Junge, der war richtig mies. Den hat keiner gesehen. Und was ist das, Leute? Einfach so Skibidi-Dop-Toiletten-Bankräuber. Meint ihr, wir können auf die so draufladen mit Jetpack? Wartet mal. Ha, guckt mal, Leute. Wir können einfach auf die Helikopter drauf. Voll cool. Danke, Jungs. Ich gehe einmal rein in die Lüftungsschacht. Wir sehen uns nie wieder. So, jetzt würde ich sagen, heißt es Kamera-Cafeteria? Oh nein. Bitte nicht. Was ist das denn? Freunde, da ist einfach mal der TV-Man. Was macht der denn da? Was auch immer du machst. Wir werden keine Freunde. Ich werde jetzt hier erstes Bazooka holen. Und dann werde ich dich abschießen. Und du wirst mich in Ruhe lassen. Du wirst mich einfach nur hier ausbrechen lassen. Hörst du?
Oh Mann, gib her das Teil. Nimm das. Du Opa, friss Obst und Gemüse. Oh nein, er kommt immer näher. Junge, hat mich gleich. Ha! Junge, mach einen Abgang, du Opa. Friss einen Burger. Und Pommes und Gemüse und Ananas und Apfel und Birne und Tomate und... Das war's schon. Ha, super easy. Junge, einfach den TV-Man platt gemacht, Leute. So, und jetzt kommen wir direkt zu meinem Lieblingspart. Und zwar die Riesenrutsche. Ah! Oh mein Gott, wie schnell sind wir denn? Oh mein Gott. Wow, was? Hä, was war das für krasser Jump, Alter? Holy moly, aber okay. Was macht denn Billy hier? Einfach Barrys Bruder ist hier, lol. Okay. Ihr seht Billy auch am Start. Ja, Mann, der Arme muss jetzt ja auch arbeiten, Freunde. Für 10 Cent die Stunde. Oh, Mann. Okay, ich würde sagen, wir laufen mal direkt weiter. So, einmal nach oben. Zack. Wow. 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 Junge, warum sind so viele Laser hier auf einmal? Das sind eigentlich sonst nur 3. Warum sind hier 4 auf einmal? Egal, den letzten schaffen wir auch. Komm schon, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, super easy. So, einmal jetzt hier lang. Batz. Und jetzt sind wir eigentlich so gut wie da, Leute. Das heißt, da vorne wartet der Final Boss auf uns. Ey, ich hoffe so sehr, Leute, ne, dass wir einfach gegen die TV-Frau kämpfen. Das wäre so, so nice. Das heißt, komm, einmal jetzt hier bitte nicht den Laser berühren. Wir haben es doch eigentlich so gut wie geschafft. Ich würde sagen, Freunde, seid ihr bereit für den Endboss-Kampf? Speakerman! Was ist das denn für ein Riesen-Endboss? Wir müssen direkt wegfliegen. Junge, das ist der größte Endboss aller Zeiten. Die hat einfach den Speakerhead hier eingestellt. Guck mal, wie groß der ist. Der ist so groß wie das ganze Gebäude hier. Aber wir machen Trick 18. Wir fliegen aufs Haus. Zack. Ja, was willst du jetzt machen, du Opa, hä? Nimm das, du Opa. Friss Tomaten und einen Burger. Wir müssen sein Herz reinschießen, Leute. Oh mein Gott, nimm das. Junge, der Arme kann gar nichts machen, Leute, weil wir einfach hier mit unserem Jetpack hochgeflogen sind, hä? Können wir auch aus der Luft schießen? Ich glaube nicht, oder? Ah, schade. Oh nein, aua. Nein, aua. Ich häng fest. Beruhig dich, Speakerhead. Wir können über alles reden, Mann. Junge, warum bist du so groß, Mann? Du bist viel zu groß für mich. Oh nein, Sackgasse. Sackgasse. Nein, nein, nein. Nimm das. Oh, das wird zu knapp. Das wird zu knapp. Ah! Ah! Oh! Ich glaube, wir haben's. Freunde! Ich glaube, wir haben gerade wirklich einfach den Ehrenbruder Speakerhead platt gemacht. Das bedeutet, wir steigen einmal in das Auto ein. Wir wurden direkt TP'd. Wo sind wir denn? Oh! Freunde, wir sind in der Geheimhalle. Nein! Guck mal, wir können auch jetzt hier als TV-Man und so spielen. Und da ist die Zelle! Schaut mal, da ist die TV-Frau. Du Loser, ich bin ausgebrochen. Was willst du machen, hä? Oh nein. Mann, jetzt hat sie mich einfach wieder eingesperrt. Oh nein, du Fiesling. Die hat uns einfach rausgenommen, Freunde. Aber egal, ich würde trotzdem sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da und abonniert doch unbedingt den Kanal, wenn ihr neu seid und schreibt in die Kommentare rein, was wir als nächstes spielen sollen. Und ansonsten checkt auch unbedingt noch eins dieser beiden Videos hier ab. Die sind auch beide sehr, sehr nice. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.